In unserem Leben erleben wir immer wieder Situationen von Bedrängnis, von irgendwelchen Dingen, die wir nicht überwinden können so einfach, die uns entgegenstehen, Situationen, die wir nicht einfach so wegstecken, sondern wo wir wirklich im Moment den Eindruck haben, fest darin gefangen zu sein. Der Feind schläft nicht, er bedrängt uns in jeder ihm nur zur Verfügung stehenden Art und Weise. Und manchmal, da sind wir wie erschlagen oder niedergeschlagen oder überfordert und wir wissen gar nicht so recht im Moment, wie wir darauf reagieren sollen. Ich möchte dir jetzt etwas aus den Psalmen vorlesen, was dich ganz neu ermutigt, wohin du dich in solchen Situationen wenden musst. Da lesen wir: Wenn ich auch von allen Seiten bedrängt werde, wirst du mich doch vor dem Hass meiner Feinde bewahren. Du wirst die Hand gegen meine wütenden Feinde erheben und mich durch deine Macht retten. Der Herr wird alles zu einem guten Ende bringen. Das lesen wir im Psalm 138 von Vers 7 bis 8. Von allen Seiten bedrängt zu sein, ist wirklich kein angenehmes Gefühl. Es ist auch keine angenehme Aussicht, wenn wir nicht wissen, wie es weitergehen wird. Aber, und das ist das Entscheidende, aber Gott ist an unserer Seite. Da heißt es, er wird seine Hand ausstrecken gegen den Hass unserer wütenden Feinde. Gott ist auf unserer Seite und er will handeln für uns, an uns und mit uns. Er will uns weiterbringen über diese Hürden, über dieses, was uns da an Bedrängnis entgegensteht, drüber zu springen. Und das Geniale ist die Verheißung am Schluss im Vers 8. Gott wird alles zu einem guten Ende führen. Erwartest du wirklich, dass wenn du in Bedrängnis stehst, dass Gott es zu einem guten Ende führen wird? Und doch steht das so in der Bibel. Und wir müssen lernen, mit diesen Verheißungen ganz konkret zu rechnen. Wenn Bedrängnis kommt, unser Herz und unsere Gedanken darauf zu fokussieren, dass wir wissen, Gott steht gegen den Hass unserer Feinde auf. Und er wird alles zu einem guten Ende bringen. Im Neuen Testament lesen wir in Römer 8, alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Alle Dinge sind alle Dinge. Wenn du im Moment in Bedrängnis, in schwierigen Situationen bist, dann halte Ausschau nach dem, wie Gott handelt, wo er sich gegen deinen Feind stellt und wo er alles zu einem guten Ende für dich bringen wird. Ich weiß, dass das wahr ist und ich habe es oft erlebt und ich möchte dich bitten, dich danach auszuschrecken, nachdem Gott hat mehr für dich.